Natürlich. An zwei Stellen könnte jetzt so ein Stab hochspringen kommen. Natürlich an beiden Stellen, wo ich noch keine Dings hatte, keine Nuss. Also nur eine von zwei Varianten. Aber nur eine von beiden Büchern konnte ich da dicht machen, wenn er seinen Stab verliert. Aber das ist mit dieser zweifachen Erbse kein Problem. Klar, doppelt so teuer. Klar, zwei Erbsen, aber natürlich auch. Um das andere offensichtlich nochmal anzusprechen, quasi zwei Erbsenkanonen. Ja, auf einer Position. Da kann man natürlich, sage ich mal, gut und gern ein bisschen mehr Ressourcen an da reinstecken. Genau, der Eimer wird jetzt aber sehr lange dauern. Wobei, setzen wir da nochmal einen hin. Dann könnte es sogar gehen. Ja, und da ist der Eimer sogar schon weg. Da gleich den nächsten. Ah, okay. Da habe ich jetzt nur einen von diesen Duplinatoren drin. Jetzt kommt es aber überall. Jetzt wollen sie es wissen. Ja, das ging. Ich glaube, wir kommen gar nicht dazu, die Erbsenkanone noch auszutauschen. Da wird vorher schon das Level vorbei sein. Zimmern wir den mal noch da unten mit rein. Da schaut, da sieht man schon, die Nuss ganz unten. Die schaut gar nicht mehr so gesund aus, leider. Da naht eine riesige Welle. Aber ich will jetzt keine Kanone bauen, sondern nur noch so eine Kirschbombe. Na, wenn ihr schon mal da seid, Jungs. Und hier, na gut, da können wir nochmal einsetzen, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht. Und wir kriegen einen Schmierzettel. Oder so. Habt ihr sich geschrieben? Hallo, wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Herzlichst die Zombies. Ja, ich grüße sie oder so ähnlich. Das ist ja der Wahnsinn. Na gut, dann zeigt mal, was ihr habt. Oh, so ziemlich alles, ich verstehe schon. Der gute Rasen. Der gute englische Rollrasen. Ist überhaupt Englisch? Keine Ahnung, aber es ist mein Rasen. Und genau, das war jetzt hier wieder so ein Ding. Wir kriegen quasi Pflanzen am laufenden Fließband, mehr oder minder. Und sorgen quasi dafür, dass die so nicht bei uns durchkommen. Nicht links in das Haus hinein. Aber natürlich kann man, oder was heißt kann man, will ich ja nochmal sagen, auch wieder sehr schön die Abwechslung. Wieder ein anderes Spielmodi für zwischendurch. Hauen wir den mal da hin. Weißt du was? Nur auf Verdacht setzen wir hier mal zwei Minen rein. Ja, ob die rechtzeitig fertig werden, gucken wir mal. Und so, die erste ist fertig, wunderbar. Und dann spare ich mir hier noch erstmal das Ding da unten zu bebauen. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile auch sehr viele Kirschbomben und so, aber warten wir mal ab. Hier kann man schon mal eine Nuss setzen, die wird auch mit genug Feuerkraft verteidigt. Hier eigentlich auch, sobald der da weg ist. Ah, da ist schon wieder das hier. Ah, nee, ich glaube, das brauchen wir da nicht. Machen wir das so und so. Also man muss jetzt natürlich nicht zwangsläufig die Erbsenkanonen in der gleichen Spalte bauen. Aber nur für mich, für den Fall der Fälle, dass ich nochmal quasi weiß, wo ich schnell nachschauen kann, um da was abzubauen. Oder um da was umzurüsten, je nachdem. Setzen wir die nochmal hier hin. Dich setzen wir da rein. Dich setzen wir da hin. Versuchen wir es mal. Ich meine, er ist sehr langsam unterwegs. Da war er weg vom Fenster.
Weißt du was, wir haben eh gerade noch zwei Stück übrig. Machen wir es mal so. Jetzt kommt so einer, wunderbar. Dann stelle ich euch mal die Kinder, die Nüsse, das passt. Machen wir das mal so. Die drei Nüsse, die drei Mini brauche ich halt so gar nicht, ne? Gucken wir mal, ob die vielleicht rechtzeitig fertig werden. Ich glaube es aber nicht. Ah, Mist. Das war falsch. Hätte ich da das Ding weggelassen, könnte ich immer mit einer Kirschbombe die erstmal schützen, bis sie einsatzbereit sind. Na, aber okay. Na, warte, machen wir es vorher so. Okay, dadurch, dass er der Letzte ist, bevor diese Welle kommt, waren die noch rechtzeitig einsatzbereit. Also haben wir unabsichtlich vielleicht ein bisschen getrickst. Da kommt die Welle. Und ich glaube, die haben jetzt alle auch mehr als einen in die Luft gejagt, weil die immer nebeneinander gelaufen sind. Und da schnappt die Pflanze zu und ich kriege keine neuen Sachen mehr, weißt du was? Jagen wir mal eine Kirsche in die Luft. Und um das Ding zu schützen, jagen wir hier nochmal eins in die Luft, bis die Kanonen vielleicht gleich einsatzbereit sind. Ah. Ah, ich glaube, die werden wir verlieren. Schade. Und wir können zumindest die zwei Minen aufrechterhalten. Da oben müssen wir mal wechseln, so langsam. Da läuft er ohne Kopf weiter. Okay, alles klar. Ah, ich glaube, da muss ich vor die nächste setzen. Machen wir das so und so. Dich weg, dich hin. Hier wird fleißig gekaut. Dann stellen wir dich da noch mit runter. Jetzt ist ja richtig was los hier. Irgendwo habe ich wieder eine verloren. Ich glaube hier, ne? Das hier gegessen. Na, Mist. Zwei Stück auf einmal. So ja nun nicht. Sehe ich ja mal gar nicht ein. Jetzt kommen da schon wieder drei von diesen Springer-Leuten, aber das sollte gehen. Oh nein, 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 nein. Schnell die Nuss austauschen. So, haben wir wieder ein bisschen Schwung aus der ganzen Sache rausgenommen. Ich habe zu viele Nüsse. Ich tausche die jetzt hier einfach mal aus, weil ich das wahrscheinlich gerade gar nicht brauche. Hauptsache, ich nehme ein bisschen andere Sachen mit rein. Jetzt haben wir hier trotzdem ein bisschen wild bepflanzt, aber okay. So, ich habe genug Sprengkraft, um das hier gleich sofort zu lösen. Die müssen ein bisschen mehr ins Bild kommen. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das kommt ja jetzt. Ja, wunderbar. Doch, die ein oder andere Erinnerung kommt wieder durch. Der Pustepilz schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Feind. Eine neue Pflanze. Guten Abend. Guten Abend. Diese Zombies geben einfach nicht auf, was? Ja, da sagst du was. Wieso hast du eigentlich einen Topf auf dem Kopf? Oder eine Pfanne oder was auch immer. Du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du sie tags oder nachts bekämpfst. Ja. Nachts fallen nämlich keine Sonne vom Himmel. Ach, das freut mich. Du bekommst aber trotzdem welche durch Sonnenblumen. Das ist schön. Und zum Glück hast du ja auch noch ein paar Pustepilze. Pflanze so viele wie möglich. Nee, pflanze davon so viele wie möglich, dann ist alles paletti. Wunderbar. Ja, wir gehen vom Tag-Level-Bereich in den Nacht-Level-Bereich. Und die Bonussonne jedes Mal, ne, die immer vom Himmel fällt, die ist jetzt natürlich erstmal für uns Geschichte. Mitten in der Nacht. Und jetzt kommen Lese-Zombies und normale Zombies. Zeitung-Zombie. Ah ja, okay. Was nehmen wir denn mit? Wir nehmen mal hier diese Gestalten mit. Wir nehmen mal den Pustepilz mit und dann wird es schon schwierig. Ich würde sagen, na, verlangsamen ist wichtig, mehr Schaden ist wichtig, aber ich würde fast eher noch eine Nuss mitnehmen. Was lassen wir dafür da? Ihn vielleicht? Wir probieren es mal so.
Theoretisch müsste es ja funktionieren. Als ob diese dämlichen Steine, oh, ganz vergessen zu pflanzen, als ob diese dämlichen Steine schon am Anfang direkt hier sind. Also direkt im ersten Level. Das freut mich ja jetzt nun nicht so. So, und weil der uns nichts kostet, können wir den schön überall hinpflanzen, auf Cooldown halten. Ah, der kommt sogar fast an der richtigen Stelle. Schön entspannt, lass dich nicht hetzen, alles gut. Und da wird ein bisschen auf den Zombie gespuckt. Immer ein bisschen Schaden macht, das ist ganz okay. Hier gleich mal den nächsten. Boah, wie lange das dauert, bis die Sonnen da sind. Ich weiß halt auch nicht, ob die Sonnenblumen an sich länger brauchen, bis sie eine Sonne produzieren. Ach, den wollte ich da einsetzen, ich Doofkopf. Na gut, kriegen wir. Der müsste eigentlich auch alleine mit dem fertig werden. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, ja, Brains, ich weiß, ich weiß. Siehst du, der wurde sogar mit dem fertig. Wunderschön. Aber ich glaube, fast so langsam wie wir Sonnen kriegen, ist der mit den 200 Sonnen echt viel zu viel. Den können wir im Nachtlevel wahrscheinlich erstmal weglassen, wenn wir hier nicht irgendwie noch die eine oder andere Zusatzpflanze bekommen. Ist natürlich doof, wenn man das Spiel schon kennt, aber ich rechne mit ein oder zwei Pflanzen, die demnächst noch kommen müssten. Oh, hier wäre eine Mine schön tatsächlich. Weil da könnte man einfach hier den mit einer Mine ausbremsen. Na gut, dann machen wir es so. Das haben sie sogar überlebt. Ich bin stolz. Stolz auf meine kleinen, feinen Pflanzen. Aber schau so langsam. Wir haben sehr viele Pilze, aber die Reichweite von denen ist halt so eher putzig. Aber ich möchte hier in der Reihe auf jeden Fall, da oben sehe ich es schon, möchte ich erstmal Verlangsamungserbsen reinsetzen. Und wir haben unsere ersten 10 Euro bekommen quasi. Jetzt habe ich nicht gelesen, wofür ich spare Geld, um es auszugeben. Ich sammle Geld, um es auszugeben. Keine Ahnung. Da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Oder später dann. Können wir ein bisschen was im Shop kaufen? Ja, vielleicht kommt daher die Idee von dem Ingame-Shop, aber ich glaube, das ist in der Definition wieder minimal etwas anderes. Oh, ja gut. Bis da die gefrorene Erbse durchfliegt, ist er schon so von uns gegangen. Ich muss nur rechts ein bisschen den Bildschirm im Auge behalten. Weil wir kriegen ja da eventuell Münzen. Die sollte man natürlich nicht übersehen. Und auf den Grabstein selber kann man nichts bauen. Das ist ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So, kriege ich jetzt schnell noch 5 Sonnen zusammen, falls ich irgendwas wegsprengen muss. Ich denke schon, oder? Noch 4 Sonnen. 1, 2, 3. Ja, kriegen wir auf jeden Fall. Und da kommt nämlich das komische Zeug aus dem Boden heraus. Machen wir das so. Oh, da haben wir ein bisschen verkalkuliert, aber es geht. Ach genau, und die anderen Münzen geben 50 die goldenen. Hey, das geht, das geht, das geht. Der konnte sich nicht mal aufregen, ist er vorher schon von uns gegangen. Und auf einmal ist es still. Nach dem Knall auf einmal ist alles ganz, ganz ruhig. Und da ist er doch. Mit dem habe ich schon gerechnet. Ich dachte, den hätte es schon direkt am ersten Level gegeben. Also im ersten Nachtlevel. Und zwar der Sonnenpilz gibt dir zuerst kleine, später normale Sonnen. Wunderbar. Was jetzt? Du hast schon 320... was? Ich habe schon Münzen für 320 Euro gesammelt. Ja, wir haben schon 320 Münzen gesammelt. Machen wir es so. Wenn du 750 zusammen hast, verkaufe ich dir was echt Feines. Ja, das höre ich doch gern. Aber bitte mit Rabatt. Also wir einigen uns auf 600, okay? Das ist ein Deal? Dankeschön. So, pass mal auf. Für die Nacht nehmen wir mal den da mit, anstatt unsere Sonnenblume. Dem ist ja primär für die Nachtlevels gedacht und gemacht. Ansonsten, ich befürchte fast, dass wir den, obwohl das sind... Ah, da sind jetzt wieder Eimer-Zombies dabei, warte.
Aber Eimer Zombies schreit fast nach. Also nach den beiden schon. Er vielleicht, aber ich würde auf jeden Fall... Na, ihn muss ich mitnehmen und ihn würde ich mitnehmen. Pass mal auf, dann machen wir das so. Aber ist die Kirsche nicht dabei? Ne, pass auf, dann machen wir das so. Dann kann ich alles verlangsamen, hiermit alles beschießen. Das ist eine kostengünstige Variante. Die kostet mich sowieso nichts. Damit kann ich einzelne Zombies wegjagen und damit alles, was mir im Weg steht. Zur Not, so als Joker noch. Okay, wir probieren es mal. Falls es so Sinn macht, was ich gesagt habe, vielleicht könnte ich das hier noch ein bisschen mit weiter ausführen, aber... Schlafe nur, auch sehr schön. So, fangen wir hier mal direkt an. Ich meine nur, erstmal 15 Sonnen am Anfang ist jetzt natürlich auch nicht so viel. Aber sobald die ausgewachsen sind, müssten die auch wieder 25 geben. Und die schauen auch alle so freundlich. Das ist ja der Wahnsinn. Und dadurch, dass sie nur 25 kosten, kriegt man natürlich auch schneller welche quasi in den Boden rein. Und da ist die nächste. Oh, warum so kleine, putzige Sonnen auch. Ah, ist schon echt schön gemacht, das Spiel, der erste Teil. Da kann man sagen, was man will. Der ist schon echt knuffig. Gleich hier mal das nächste noch mit hin. Lass das hier mal sein, das finde ich nicht gut. Dann setzen wir hier noch einen hin. Und dann sind wir mit unseren... Ja, mit unserer Ressourcenbeschaffung schon fast durch eigentlich. Was unsere Sonnenpilze angeht. Heißen sie so? Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Das allzeit bekannte Kurzzeitgedächtnis kommt wieder durch, ich merke schon. Aber auch das habe ich wahrscheinlich dann gleich wieder vergessen. Hier nochmal. Nee, es sollte gehen, oder? Zwei Reihen von den, ja, Gratis-Pilzen, sage ich mal. Und ansonsten... Oh, ansonsten haben wir gleich genug für die erste Verlangsamungserbse. Dann nehmen wir lieber die erstmal zu... Ja, ja, ich sehe schon noch wo. Dich setzen wir dahin. Dich setzen wir dahin. Das Einzige, was jetzt natürlich sein könnte, ist, dass wir die Mine nicht brauchen. Weil die trotzdem genug Schaden machen, wenn einer nah genug an die rankommt. Na, wobei... Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ach, weil hier hinten unser Pflänzchen gewachsen ist, deswegen. Das kann schon irgendwas langgezogen ist, aber klar, der Pilz ist gewachsen. Genau, da kommt der Sound her. Sehr schön. Auch hier, wir schlagen uns tatsächlich... lolala, genau. Mein Sprachzentrum schlägt sich dagegen nicht so gut, aber ich wollte sagen, wir schlagen uns tatsächlich ziemlich gut. Genau, wachset meine schönen Pilze. Und hier gleich verlangsamt. Oh, so, jetzt darum vergessen. Machen wir das mal so. Da werden wir einen verlieren, vielleicht auch noch einen zweiten. Gucken wir mal. Aber da uns die nichts kosten, ist das salopp gesagt noch halbwegs verkraftbar. Und vor allem im zweiten Level kommen schon zwei Wellen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich würde sagen, wir können dann auch so langsam anfangen, sobald da oben die letzte Kanone steht, die Pustepilze mit den Erbsenkanonen auszutauschen. Aber scheinbar doch die Duplinatoren mitnehmen können. Das muss ich mir fürs nächste Level merken. Weil wenn ich jetzt hier anstatt... Einer immer 200, nee, anstatt 100 immer 200 sparen würde, würde es ja theoretisch genauso funktionieren. Und da sind sie gewachsen, die Pilze, wunderbar. Alles auch schön verlangsamt. Nee, so will ich das sehen, so läuft es doch. Ja, der regt sich ein bisschen auf, aber der verlässt uns, bevor er irgendwas anderes machen kann. Das ist okay. Du musst mal weg. Du musst dafür hierher. Du gehst dahin. Oh, und da lag Geld. Und da liegt nochmal Geld. Vielleicht habe ich tatsächlich wieder irgendwo Geld übersehen. Was ich sehr schade finden würde, selbstverständlich.
Aber das ist okay, wir kriegen auf jeden Fall noch genug Münzen zusammen, denke ich, um uns das ein oder andere schöne Schmuckstück kaufen zu können.